Resident Evil, Director's Cut Version sozusagen auch. So, und hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Resident Evil 1 sozusagen, Director's Cut Version. Ich werde mal das Spiel, ich hatte das schon vorher mal gespielt, mache natürlich New Game und gehe auf Advanced, auch so weiter sozusagen, also die schwierigste Stufe bei dem Director's Cut sozusagen. Ich habe Director's Cut noch nie bei auf die schwierigste Stufe gespielt und deshalb, weil ich hatte die ganze Zeit immer Standard und Training hatte ich eigentlich noch nie gemacht, ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich habe gelesen, dass bei Advanced halt Dings die Items besser versteckt sind, dass die Items komplett woanders sind, dass sie zerstückelt und mehr Gegner, mehr Zombies, alles viel schwieriger wird. So, also dann fangen wir mal an. Ja, Resident Evil. Genau. Resident Evil. Jetzt kommt die Frage, nehmen wir Chris oder Jill? Also, der Zweck dieses Let's Plays ist jetzt eigentlich, Resident Evil 1 ist mein Favorit, sozusagen. Die anderen Resident Evil Teile sind zwar gut, aber der erste Teil ist am besten. Also, ich finde persönlich, das ist der beste Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen da Resident Evil 5, weil Resident Evil 5 ist jetzt schon Resident Evil 6 rausgekommen, aber naja, Resident Evil 4 hat sich das Spiel etwas verschlechtert, weil also, da gab es keine gruseligen Momente mehr, da gab nichts mehr fast. Okay, da gibt's mehr Action, aber bei Resident Evil 1, 2 und 3, da muss man Rätsel lösen, dann da sind die Gegner noch halt ein bisschen stärker, aber ich weiß nicht, mir gefällt der Resident Evil 4, 5 und 6 nicht so gut. Ich persönlich finde 1, 2 und 3 viel besser. Und deshalb mache ich auch ein Let's Play von dem ersten Teil. Mal sehen, ob ich auch die nächsten 2, 3, 4, 5 und so weiter machen werde. Keine Ahnung, mal sehen. Ich nehme dann Chris. Ja, ich nehme Chris. Jetzt genießen wir mal das Intro sozusagen. 1998 Juni. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Ah!
So, meine lieben Leute. Oh, das hatte ich ja ganz vergessen. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Ja, genau. So, ich muss mich noch einmal entschuldigen, das Spiel ist auf Englisch und ja, ich werde so viel wie möglich halt übersetzen und... Oh, jetzt bin ich mit dem Text da unten nicht mehr mitgekommen. Ach, naja. I don't know what happened. Huch, wieso sehen die so aus? Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Okay, also mich wundert es gerade, wieso die jetzt hier so aussehen. Also ich habe die Advanced, oder keine Ahnung, wie das ausspricht, noch nicht einmal gespielt und... Hey, warte, ich wundere mich gerade, wieso Chris so aussieht und wieso Jill da gerade auch so halbnackt da irgendwie ein bisschen, ja. Ah, ich muss mich jetzt an die Steuerung ein bisschen mehr gewöhnen. Och, nee. Okay, ja, gehen weiß ich, wie man ist. Ah, laufen, laufen ist... Laufen ist natürlich sehr gut. Das Blöde ist, ich kann nicht nach links schnell laufen. Alles, was ich machen kann, ist nach rechts schnell laufen. Aber nach links geht nicht. Da muss ich extra noch nach links umdrehen und dann laufen. Das ist beschissen. Da wird ein bisschen schwierig sein. Naja. Okay, mit der Taste... Ach, ja, okay. Okay, wie wählt man nochmal? Oh. Okay, ich habe jetzt nur ein Messer. Ja, das ist klar. Das hat man, wenn man Chris ist immer. Durch die Tür hier. Ja, und da wartet uns schon mal der erste Zombie gleich. Ich möchte mal gucken bei der Advanced Version, was hier sich so alles verändert hat. Also das Aussehen hat sich jetzt gewaltig verändert und... Ach ja, super. Nee, 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 nee. Ich hab nur ein Messer. Vergiss es, Mann. Vergiss es. Mit dem Messer kann ich nicht weit kommen. Das wäre ein bisschen idiotisch, wenn ich ihn jetzt angreifen würde. Hey, wartet mal. Der ist der Hollow Space Benef the Shield. Shield. Da sollte doch eigentlich dieser braune oder bronzenfarbige... Schild dorthin, aber irgendwie ist er nicht mehr da. Och, wieso renne ich nicht? Wesker? Jill? Was ist das denn da? What happened to Jill and Wesker? Warte mal. War Jills Waffe eigentlich nicht braun oder schwarz? Wieso ist das Silber? Warte mal. It's Jills Gun. Es ist Jills Waffe. Oh mein Gott.
Das sieht ja komplett anders aus. Was ist mit den Texturen los? Neue Skins hier. Okay, ja. Keine Kleidung für Chris, glaube ich eher. Mich wundert das gerade, wieso... Wieso die Waffe so auf einmal so einen silbernen Skin hat. Obwohl, das sieht eigentlich echt schön aus. Also, wenn man so aus der Perspektive... Ich will das nicht nochmal klicken. Okay, wie macht man das weg? Aha, aha. Dann nehmen wir mal die Waffe. Okay, zielen und schießen. Aber schießen mache ich lieber nicht, sonst ist das verschwendet. Aber was ich noch bei dem ersten Teil weiß, ist die Karte, die da gleich oben bei dieser Statue sein wird, von dem ersten Stockwerk. Oh. War das immer so? Glaubt nicht, oder? Mach mal einen hier mal ein bisschen auf Vorsicht. Also ich weiß noch ganz genau... Ach, da ist die Karte. It's a map of first floor. Will you take it? Yes. You got the map of first floor. Ich habe die Karte vom ersten Flur. Okay, und da hinten soll jetzt diese... Wie heißt das nochmal? Diese Schreibdingens da, keine Ahnung. Huch! Aber weißt du was? Nee, lass mal stecken. Da hinten war noch so eine Schreibmaschine. Da liegen bestimmt noch ein paar von denen. Wieso laufe ich eigentlich nicht? Ach ja, da ist weiter, da war noch eine Tür. It's locked, the cabin of a sword. Okay, ich brauche den Schlüssel mit dem Schwert da drauf. Aber ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Das ist ja die jetzt die Advanced-Version hier. Advanced und Advanced, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was hier alles ist. Guck da, genau, da ist die Scheibenmaschine. Aha, aha, okay, okay. Das nehme ich jetzt aber nicht. Naja, naja, dann gehen wir mal nach oben. Also ich kenne das Spiel Resident Evil 1. Ich hatte schon selber alle Resident Evil Teile durchgespielt und kenne die komplette Geschichte davon. Aber am meisten beeindruckt hat mich immer noch dieser Teil hier. Dieser Teil ist absolut mein Favorit. Obwohl Resident Evil 5 finde ich zwar schön und gut, aber... Naja, da fehlt mir irgendwas. Da fehlt mir was. Da ist zu viel Action, das geht einfach nicht. So, und hier liegt jetzt diese Leiche von diesem Typen. Genau. Hey, wo, da liegt was auf dem Boden. Ui, ein Clip. Yeah, 15 Muni. Genau, geil. Hey, oh! Seit wann steht er auf? Der ist doch nie aufgestanden. Boah! Ja. Oh, what the fuck. Du Scheiße, ich hab ihn in seinen verdammten Kopf weggeboren. Okay, die Advanced, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Hat ein paar Funktionen mehr, die mich jetzt ein bisschen beeindrucken. Also jetzt habe ich irgendwie viel mehr Bock, das zu spielen. Und da liegt irgendwas auf dem Boden. Ein Schlüssel. Will you take the mansion key? Yes. Okay, was beinhaltet der? Hat er da auf der Rückseite irgendwas eingraviert? Ja, eine Rüstung. Das ist ja mal was. Normalerweise sind doch irgendwelche Raben gekommen und haben mich hier totgepickt hier. Wieso steht der auf? Der ist doch nie aufgestanden. Das wundert mich gerade irgendwie ein bisschen. Lalalala. Naja, den Schlüssel mitnehmen macht ja nichts. Okay, das wird man noch gebrauchen irgendwann mal. Und die
die Einstellung muss ich noch ein bisschen ändern hier, weil die Tasten sind mir hier gerade nicht geheuer, also kompliziert. Ach ja, und da hinten erwarten uns gleich zwei Zombies, denke ich mal. Oder vielleicht bei der Advanced-Version sogar noch mehr. Ja, ein Zombie. Oh, Alter, das... Okay, ich werd mich nicht mehr aufregen, wenn ich jetzt so einen Kill mache. Das ist eindeutig extrem für mich. Komm schon, Headshot. Oh, daneben geschossen. Ach, der blutet noch nicht mal. Nein! Ach, mein Gott, mein Gott. Wenn ich mich recht erinnere, wenn ich rausgehe und wieder reingehe, dann sind die Zombies wieder in ihren standardgemäßigen Positionen wieder. Ach, das stimmt sogar. Okay, dann laden wir doch mal kurz die Waffen nach. Nee, ich muss ein bisschen sparsam umgehen, das geht so nicht weiter. Ah, die Tasten sind kompliziert. Ja. Ja, ich weiß, du kommst gleich von da hinten angeschissen, stimmt. Oder doch nicht. Hey, warte, da oben ist irgendwas drauf. Hey, soll da nicht normal so ein bisschen... Warte, dass ich auf die Statue schieße und nicht auf den Zombie. Och Menschenskinder. So viel Munition möchte ich nicht gar nicht verschwenden. Och Mensch. Fucking shit. Bist du tot? Nein, natürlich nicht. Nein! Ja toll, meine Munition habe ich schon hier weggeblasen. Super, das habe ich noch Resident Evil 1 vermisst. Man hat nur knapp Munition und das, was da gerade untergefallen ist, werde ich später aufheben. Wieso laufe ich eigentlich nicht? Das irritiert mich gerade. Naja, egal, wir sehen uns dann zum zweiten Part, weil ich jetzt gerade mit der Tastenkombination hier nicht klarkomme und ja, bis denen.